Ein halbes Jahr hat Benny Roos darauf gewartet. Endlich wieder trainieren, ran an die Corona-Pfunde und endlich wieder etwas für die Gesundheit tun. Es ist wunderbar. Ich habe gerade auf meiner Karte nachgesehen. Ich war am 1.11. des letzten Jahres das letzte Mal hier. Und es ist, als ich es in der Zeitung gelesen habe, das war eine Offenbarung für mich. Auch im Alter muss man ja gucken, dass man ein bisschen fit bleibt, ein bisschen was für die Muckis tun. Und da bin ich hier bestens aufgehoben. Ein negativer Corona-Test, eine überstandene Corona-Infektion oder der volle Impfschutz gehören dazu. Nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch beim Personal. Das ist für den Geschäftsführer des KISA-Trainings in Mannheim selbstverständlich. Wir achten da sehr, sehr streng drauf und hatten tatsächlich auch schon einen Fall, der sich 2 Stunden vor seinem Trainingstermin getestet hat und dann positiv war. Und solche Leute möchte man dann natürlich auch nicht hier im Betrieb haben. Also wir sind da sehr, sehr streng. Und das läuft aber wunderbar. Das heißt, die Leute sind da mit einer hohen Compliance unterwegs und das ist überhaupt kein Problem. Vor allem für die ältere Kundschaft sei der Sport extrem wichtig. Es ist einfach überhaupt nicht zu unterschätzen, was in diesen 7 Monaten mit dem Körper passiert ist. Und die Leute, die zu uns kommen, kommen natürlich nicht ohne Grund. Und die haben massiv drunter gelitten. Und sehr viele Leute werden also jetzt massive Schwierigkeiten haben durch dieses Trainingsdefizit. Die gesundheitlichen Defizite durch die lange Trainingspause können schon erheblich sein. Das betont auch die sportliche Leiterin des, nach eigenen Angaben, besten Fitnessstudios Deutschlands, dem Fitzenmeier in Neu-Ostheim. Also ich glaube, vielen ging es ja so, viel Schreibtischarbeit, viel Homeoffice. Man hat sich noch weniger bewegt als vielleicht eh schon. Ja. Und das ist natürlich für viele jetzt erstmal wieder so, Gott sei Dank, ich darf wieder raus, darf wieder was tun. Ja. Klar, einige sind vielleicht mehr laufen gegangen, mehr Fahrradfahren gegangen, das hören wir ja überall. Aber es ersetzt dann eben doch kein ganzheitliches Training, vor allem eben auch kein Krafttraining, mal ein Training mit Geräten, mit Zusatzgewicht, whatever. Also das hat schon echt vielen gefehlt. Nicht nur der Sport habe ihr und ihrem Team gefehlt, sondern vor allem die Menschen. Klar, dafür sind wir da, dafür leben wir, dafür brennen wir. Das ist unser Job, das ist unsere Leidenschaft. Ja, und jetzt wieder den Menschen gegenüberzustehen, zu helfen, zu unterstützen. Jetzt sind wir alle in einer anderen Lebensphase, sind durch eine schwierige Zeit gegangen. Und jetzt dürfen wir das tun, was wir eigentlich wollen, nämlich wieder den Menschen, den Sport und diesen Lebensstil gesundheitsbewusst näher bringen. Attila Kula-Uglu ist einer dieser Menschen. Er trainiert seit 15 Jahren und ist einfach nur happy, dass er wieder hier sein darf. Was soll ich sagen? Es ist einfach geil, wieder Normalität zu haben und wieder in den Sport zu gehen. Ich denke mal, ich sprich für all diejenigen, die den Sport leidenschaftlich betreiben und auch für diejenigen, die gesundheitlich herkommen müssen, dass es einfach eine Bereicherung ist, endlich wieder das zu tun, was man liebt und die Gesundheit zu stärken. Alles in allem sind die Betreiber der Fitnessstudios und die Mitglieder zufrieden mit dem Öffnungsschritt. Testen und Abstand gehören dazu und sind der Garant für die neue Freiheit. Und was die Corona-Pfunde betrifft, jetzt gibt es keine Ausreden mehr.